Bist du verrückt geworden? Bente weint wieder und in ein paar Minuten wird sie operiert. Verpiss dich doch, als wenn du alles besser wüsstest. Tust, als würde es deinen Bruder überhaupt gar nicht geben. Wie gestört muss man denn sein? Du siehst ihn an, als wäre er ein Zombie und du weigerst dich, ihn festzuhalten. Wer also ist hier verrückt geworden? Außerdem, wenn Benjamin bald nach Hause kommt, darfst du echt nicht mehr rauchen. Hoffst du, dass er stirbt? Willst du darum nicht Kängurun? Noch ein einziges Wort über E.T. und du liegst bei Primula auf der Station. Weißt du noch, was heute Morgen auf deinem Gesicht stand? An deiner Stelle würde ich das letzte Wort etwas weniger oft benutzen. Du bist so ein Idiot. Ein Drittel aller Ehen zerbricht. Jeder auf der Welt weiß, dass Menschen, die heiraten, sich auch wieder trennen können. Aber du glaubst, du bist einzigartig. Dass deine Eltern sich mal was ganz Neues ausgedacht haben. Extra, um dich unglücklich zu machen. Du bist so unglaublich kindisch. Deine Eltern lassen sich bestimmt nicht zum Spaß scheiden. Und auch nicht, um dir eins auszuwischen. Benimm dich doch mal. Ach ja, mein Leben ist vor einer Woche unter die Räder gekommen und jetzt soll ich mich normal benehmen? Hast du wirklich nicht zugehört, was ich dir alles erzählt habe? Meine Mutter lässt dich nicht scheiden, um mir eins auszuwischen, sondern um mich los zu sein. Das glaubst du doch nicht im Ernst. So dumm kannst du doch nicht sein. Ich muss jetzt zu meinem Vater. Meine Eltern haben sich 12 Jahre mit ihrem nächsten Kind beschäftigt und mich vernachlässigt. Und die denkt, sie wäre arm dran. Viele von meinen Freunden haben geschiedene Eltern und die beschweren sich auch nicht so. Die tut immer so, als wäre sie der einzige Mensch, der Probleme hat. Außerdem, was denkt sie eigentlich, weswegen ich hier bin? Ganz sicher nicht wegen den Frikadellen. Apropos, einer muss ja noch für Benjamin Känguru. Aber ich möchte das nicht machen, das ist peinlich. Ach scheiß drauf, ich mach's. Hoffentlich sieht mich niemand. Mann, vielleicht sehe ich Fitz nie wieder. Ich muss mich bei ihr entschuldigen. Wo wollt ihr sie noch hin? Zu ihrem Vater, genau. Aber wo ist das? Scheiße. Bitte sehe ich sie heute nochmal. Oh Mann. Er hat ja keine Ahnung, wie das ist, wenn sich seine Eltern scheiden lassen. Der Vollidiot weiß ja gar nicht. Und jetzt ist mein Vater auch noch vielleicht in Lebensgefahr. Mein Leben ist so scheiße und Adam auch. Er denkt ja wahrscheinlich sogar, dass ich mich nur zum Spaß mit ihm streite. Ich finde es echt nicht lustig, dass er mich so anmeckert. Er ist so ein dummes Arschloch. Soll er doch seinen Bruder sterben lassen? Ist mir doch auch egal, ist ja nicht mein Bruder. Aber sein Bruder kann ja echt nichts dafür, dass seine Eltern sich immer nur mit dem nächsten Kind beschäftigt haben. Ich bin so blöd. Das ist doch klar, dass sie nicht glücklich ist, wenn ihre Eltern sich geschieden haben und ihre Schwester und ihr Vater operiert werden. Ich bin so dumm.